Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen. Ich begrüße euch zurück zu Mittelerde Mordor Schatten. Wir werden jetzt zu einer Hinrichtung gehen und versuchen, was ich das letzte Mal bereits angekündigt habe, nämlich einen Hauptmann, der bereits ein Leibwächter von einem Häuptling ist, irgendwie unter unsere Kontrolle zu bekommen. Ich möchte einfach nur wissen, ob das tatsächlich geht, weil so könnten wir uns tatsächlich ein bisschen Zeit sparen. Sag ich mal, ne? Um uns die ganzen Häuptlinge unter den Nagel zu reißen. Wäre ja eine schöne Sache. Und los geht's! Zeit, ein paar jämmerliche Schrack zu vernichten! Tu das nicht! Meine Truppen brauchen mich! Ich glaube, wir lassen das eventuell sogar zu. Auf der anderen Seite könnten wir uns den anderen ja auch in den Nagel reißen. Fürchte dich, Wurm! Na? Was ist das? So, du bist jetzt mein. Vernichtet den Tag! Und. Du vielleicht auch gleich. Du solltest gar nicht hier sein. Ich schlag dir deine verfluchten Beine ab. Ja, ja, ja. Mal gucken, was du kannst. Okay. Du blockst also. Kann man nicht drüber springen? Na, also. Und zack. Und die Hinrichtung wurde gelöst. Sie ist in Fehl geschlagen, weil der entkommen ist. Ach, verdammt. Oh. Der flüchtet jetzt. Nein, du bleibst da. Na komm schon. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt muss ich erstmal die anderen alle töten, oder was? Du bleibst schön da. Bleib stehen. Ach, verdammt, der ist so schnell. Der ist zu schnell. Bleib stehen. Bleib stehen, du Mistkerl. Komm schon. Na, ah, verdammt. Noch mehr als einen dummen Geist, um mich zu verbrennen. Ah! Der ist gleich weg, wenn ich Pech hab. Das hört sich nicht gut an. Ach komm, jetzt bleib doch mal stehen, ey. Das ist unglaublich, wie schnell der ist. Oh, jetzt habe ich es verpasst zu rennen. Hm. Warum soll ich Hast du das gehört? Das kann doch nicht wahr sein. Wieso kann ich den nicht übernehmen? Alle gemeinsam! Na gut, dann halt anders. Du hast doch nicht den Mumm. Was kann ich jetzt mit dem machen? Beherrschen! Erstmal Informationen sammeln. Ah. Ärgerlich. Sonst wissen wir was über den hier. Freigeben. So, jetzt haben wir ihn beherrscht. Er sollte doch jetzt eigentlich auf unserer Seite sein. Na? Meine Güte, verschwinde! Blöder! Oh, und da ist schon der nächste Kandidat. Ich hätte etwas Eindrucksvolleres erwartet. Barfer der Barbarische! Na. Und weg mit dir! Bleib
Und nochmal. Ich will jetzt so viele von denen irgendwie in den Griff bekommen, wie nur irgend möglich. Ich habe keine Ahnung, warum das bei dem einen gerade nicht geklappt hat. Hörst du denn nie zu? Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin die meiste Zeit eigentlich nur am Reden und Kämpfen. So, jetzt bist du hoffentlich genug geschwächt für alles Erdenkliche. Lasst mir noch was! Lasst euch nicht von ihm fassen! So, du bist jetzt mein. Und der Karagor auch gleich. Hör auf, meine Verbündeten zu fressen! So. Das wäre erledigt. Das war er, ich weiß es. Aber er ist fort. Tja, mein Freund. Was sagst du jetzt dazu? Habe ich die jetzt wirklich? Ja, die habe ich jetzt wirklich. Den habe ich und... ihn habe ich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und der ist auch schon der Leibwächter von dem hier. Das könnte ja kaum besser sein. Jetzt muss ich bloß noch ihn irgendwie befehligen. Eventuell, um den hier anzugreifen. Dann ist der nämlich da oben eigentlich ein Klacks. Tja. Aber vielleicht kann ich aus dir noch was rauskriegen. Komm mal her. Nein. Ach, doch nicht so. Karagor, geh doch mal auf die Seite, bitte. Ich möchte hier mit dem Herrn Ork reden. So, beherrschen. Das kann der doch gar nicht. So. Borgu Eisenarm. Begierig, der neuen Macht in Mordor zu dienen. Furcht vor Morgai fliegen. Schaden bei Kampftodesschüsse. Erleidet Schaden durch Explosionen. Bla bla bla. Irrelevant. Dich lassen wir wieder gehen. So, geh spielen. So. Können wir jetzt die irgendwie befehligen? So, ohne weiteres scheinbar nicht. Dann muss ich das, glaube ich, anders machen. Was ist denn das da oben? Metzle Horden von Feinden nieder, um Torz der Schwarze zu zwingen, sich dir zu stellen. Schön, Horden von Feinden. mal gucken. Bist du irgendwo in einen Machtkampf verstrickt? Nein, aber du bist da oben in der Festung. Ja, dann markiere ich dich mal. Und wir werden... da jetzt mal hinreisen. Um dieses Problem zu lösen. Wir holen uns jetzt einfach so viele Orks, wie nur geht. Und dann schlagen wir los. So. Endlich! Es wurde auch Zeit! Ich könnte natürlich jetzt auch hergehen und noch diese Sklavenaufträge machen, aber... ich weiß nicht. Irgendwie reizen die mich gerade eben nicht so. Vielleicht ein andermal. Die sind sowieso immer eigentlich... also gefühlt waren die sowieso immer bloß das Gleiche. Quasi so, oh ja, rette uns, weil die Orks sind ja alle so böse. Ich meine, sind sie ja auch, ne? Kann man ja gar nicht mehr sagen. Aber es ist halt wenig Abwechslung da. So, einmal den Weg frei gemacht. Da ist er, oder? Beguk. Nee, ist ein anderer. Ein Herr Waffenschmied. Dann ist der andere wohl noch weiter hinten, ja. Glaubst du, der Grafwander ist da draußen und lauert uns auf? Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Machst du dir Sorgen? Vielleicht sollte ich ihn töten. Und eine Brandmarke, bitte. Vielleicht brauchen wir dich ja noch. Mann, ey! Oh Gott, du bist ja auch einer, oder?
Peitsche wirklich ja. Leer. Und falls nicht, bringt der Stock dir Manieren bei. Oh, je, je. Der kann. Nein! Na toll! Na toll! Kannst mir nicht wehtun! Doch, kann ich! Bin mir absolut sicher, dass ich das kann. Oh, lass das! Hau doch mal ab, ey! Ah, Mann. Nicht beim hier. Letzten Mal und jetzt auch nicht. Doch. So wird das wird passieren, ob dir gefällt oder was? Jetzt verliere ich. Du verlierst nächstes Mal. Glaube ich jetzt irgendwie nicht, mein Freund. Boah, ihr verschwindet jetzt mal. Und jetzt ist der auch noch da. Dein Ende ist nah, Tag. Ich jage dich quer durch Mordor. Ach ja. Zeig, dass wir dich aus runter nahmen. Ich will gar nicht, dass der entkommt. Bleib da. Der heilt. Dann müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Der heilt sogar unglaublich schnell. Ach, verflucht. Der ist entkommen. Der ist entkommen. Ach ja, ach ja, ach ja. So, einen weiteren Fähigkeitspunkt erhalten. Oh, du bist da. So einer. Wow, wow, wow. Mann. Ihr nerviges Volk. Und tschüss. Mann, diese Berserker, ey. Ach, schön, da kommen sie ja. Da kommen die kleinen Karagöchen. Oh, und der hat Angst vor ihnen. Und der hasst sie. Ja, aber an der Stelle würde ich mal behaupten, wir sorgen mal hier bei den Karagor für ein paar... Oh, die Karagor sind schon weg, oder was? Mann, hau doch ab, ey, wenn ich hier jemanden verfolge. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist der da hinten. Ach ja, ach ja. Der Waffenschmied ist entkommen. So, wer bist du denn da hinten? Bist du der, den ich suche? Tumug. Glaube nicht, oder? Borgu Eisenarm will ich, okay. So. Jetzt wieder durch. Na, weg mit dir. Meine Güte, ist das hier eine Action? Aber eine chaotische. Hä? Warum ist der schon, blau da hinten? Hab ich den schon im Griff oder wie? Ernsthaft? Hab ich die schon? Rug. Den da hinten habe ich schon. Ja, wo ist denn dann jetzt mein Ziel? Wo ist denn mein Ziel, dass ich... Borgu Eisenarm, wo bist du? Angeblich hier. Angeblich ist der hier. Hm. Karte hinter mir auch da hinten. Ach, der ist hinter dem noch. Ja, das könnte natürlich durchaus sein. Aber dann ist natürlich umso besser, wenn der andere sogar noch da ist. Ich habe keine Angst vor Ghoulen.
Wer sie fürchtet, ist ein Schreckling. Wo soll denn der jetzt bitte sein? Jetzt bin ich aber langsam aber sicher extrem verwirrt. Das wollte ich nicht. So. Jetzt ist er angeblich nirgends mehr. Nee, doch, der ist angeblich immer noch hier. Hä? I don't get it. Finde das Ziel. Ja, mach ich doch schon. Endlich. Ist der da hingekommen? Ach ja, das sind Dinge, die in die Kategorie fallen. Will ich eigentlich gar nicht wissen. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häuptling besiegen. Du hast keine Vorstellung. Ach Gott, immun gegen Schleichen. Du und ich. Hier und jetzt. Ja, und ja. Versuch gar nicht davon zu laufen. Ich werde dir nämlich durch ganz Mordor folgen. Ja, ist ja gut. Hör auf zu quatschen. Nee, das ist ja schlimm, wie viel du hier umsüllst. So, einmal und zweimal, dann bist du schon mal ordentlich angeschlagen. So. So. Aua. Jetzt flüchtet er schon wieder. Du dummer Schrack. Geht es nicht so glimpflich aus? Es wird hoffentlich kein nächstes Mal geben. Und hinterher. Ach ja. So, jetzt bist du hoffentlich geschwächt genug. Ich bin zu klug für diesen Trick. Jetzt habe ich dich. Und jetzt kann ich auch abhauen, wenn ich muss. Endlich hat mal was geklappt hier. Na. Und weg mit dir. Und der nächste Schildträger muss weg. So. Wow. Oh, stirb. Oh, das will ich doch gar nicht. Du bist doch einer von meinen Leuten. Ja, ihr habt mir beide geholfen. Das ist doch extrem nett von euch gewesen, würde ich mal sagen. Gibt's hier noch mehr von euch? Ich habe das Herber, dann ist er weg. Der so stark war wie Arkot. Als einer dieser Tölpel sich beschwert, nee, hat Arkot ihn so hart geschüttelt. So, jetzt habe ich euch im Griff. Und jetzt mal gucken. Wir können ja schon wieder einen Fähigkeitspunkt verteilen. Ich bin echt am Überlegen, ob das nicht mal sinnvoll wäre, mal um einen Fliehenden festzuhalten. Ich glaube, das mache ich jetzt mal, weil so viele Punkte weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo wir die noch reinstecken sollen. Wir haben ja bald alles. Huch, was soll denn das jetzt? Ah, der ist bloß in die Mitte gefahren. So, und nu. Könnten wir das hier tatsächlich machen, weil wir haben ja die Hauptleute und ich will mal wissen, was kannst du? Vor Graux erleidet Schaden durch Explosion, erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, und damit beamen wir uns auch mal hier hin. Jetzt habe ich allerdings keine Ahnung, wie lange diese Aufnahme schon läuft. Eine Sekunde ganz kurz. Okay, also so wie es aussieht, liebe Leute, ist es tatsächlich gleich Zeit für eine Aufnahmepause. Deswegen sage ich jetzt mal, dass wir die jetzt auch einlegen. Wir werden in der nächsten Folge das dort hinten angehen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass ich, Mr. Merb, euch einen schönen Tag wünsche und hoffe, dass ihr Spaß bei der Sache hattet. Und das nächste Mal, ja, haben wir vielleicht den nächsten Häuptling unter Kontrolle. Ich sage bis dahin Tschüss und Ade.